Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Wir wollen Alistair jetzt nochmal ein kleines Loch in den Bauch fragen. Und zwar, zu den Templern haben wir ihn schon aus... Haben wir schon alles? Könnt ihr... Ach, das haben wir noch nicht gefragt. Könnt ihr andere zu Templern ausbilden? Vermutlich schon. Aber ich möchte es nicht. Als die oberste Klerikerin erlaubt hat, dass Duncan mich rekrutiert... musste ich schwören, niemals ein Geheimnis der Templer zu verraten. Ich würde diesen Schwur nur ungern brechen. Okay. Haltet ihr die Sache nicht für wichtig? Und wenn ich euch den Befehl dazu erteile, warum sollte ich ihm was befehlen? Also gut, dann werde ich das respektieren. Fragt mich später nochmal. Vielleicht ändere ich meine Meinung. Immerhin verlangt ihr da nicht gerade eine Kleinigkeit. Ich habe ja gar nichts... Oh, er stimmt zu. Ich habe ja gar nichts von ihm verlangt. Was benötigt ihr? Wir könnten natürlich jetzt auch weitergehen, aber ob wir das jetzt fragen oder später, ist jetzt auch irrelevant. Das haben wir ihn ja schon mal gefragt. Erzählt mir von den grauen Wächtern. Wie seid ihr ein grauer Wächter geworden? Genau wie ihr. Blut trinken, fast daran ersticken, ohnmächtig werden. Das habt ihr doch nicht schon vergessen, oder? Haha, sehr witzig. Seid kein Idiot. Wenn ihr nicht antworten wollt, ich meinte davor. Wird er das nicht meinen? Ach komm, haha, sehr witzig. Ich gebe mein Bestes. Was soll ich sagen? Also, davor war ich in der Kirche. Ich wurde viele Jahre lang zum Templer ausgebildet. Was ich kann, habe ich dort gelernt. Ihr macht nicht den Eindruck, besonders religiös zu sein. Das hättet ihr schon früher erwähnt? Das hattet ihr schon früher erwähnt? Hat er das? Was ich kann... was sind das für Fähigkeiten? Hat er uns doch schon erzählt. Ihr macht nicht den Eindruck, besonders religiös zu sein. Das könnt ihr laut sagen. Ich musste in der Küche öfter die Töpfe scheuern, als ich zählen konnte. Und ich kann ziemlich weit zählen. Die oberste Klerikerin wollte mich nicht gehen lassen. Duncan musste mich deshalb einberufen. Sie wurde so zornig, ich dachte schon, sie lässt uns beide einsperren. Ich hatte Glück. Okay. Denkt ihr, Duncan hatte Mitleid mit euch? Quatsch. Ist es hier wirklich besser, als ein Templer zu sein? Nein, nein. Warum wollte die oberste Klerikerin nicht, dass ihr geht? Das habe ich mich auch gefragt. Sie hatte nicht gerade eine hohe Meinung von mir. Ich glaube, sie wollte den grauen Wächtern prinzipiell nichts geben. Die Kirche hat nicht viel verloren. Und ich bekämpfe ohnehin lieber selbst die Verderbnis, als irgendwo in einem Tempel herumzusitzen. Ich werde Duncan immer dafür dankbar sein, dass er mich rekrutiert hat. Ohne ihn wäre ich nie. Ich hätte nie. Na? Ganz ehrlich, ich glaube, er wäre als Templer nicht gut gewesen. Dafür scheint er mir zu gewissenhaft und zu gewissenvoll zu sein. Es tut mir leid. Fang nicht wieder an zu weinen, bitte. Nein, es tut mir leid. Nein, es tut mir leid. Ich sollte nicht. Schon gut. Doch, 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 doch. Er starb als Held, wie alle. Kommt, gehen wir. Genug geredet. Er stimmt nochmal zu, sehr schön. Was benötigt ihr? Es tut mir leid, Alistair, aber wollt ihr über Duncan reden? Ihr müsst das nicht tun. Ihr kanntet ihn nicht so lange wie ich. Ich dachte nur, ihr wolltet vielleicht darüber reden. Dennoch traurig über seinen Verlust. Er war für euch wie ein Vater, das verstehe ich. Gut, ich fühle dich, dass ihr nochmal zusammenbrecht. Dennoch traurig über seinen Verlust. Ich sollte besser damit umgehen. Duncan hat mich schon am Anfang gewarnt, dass so etwas passieren könnte. Jeder von uns kann in der Schlacht fallen. Ich hätte die Kontrolle nicht verlieren dürfen, zumal so viel von uns abhängt. Die Verderbnis und überhaupt alles. Es tut mir leid. Blödsinn, warum macht er sich denn jetzt Vorwürfe? Alles in Ordnung, Alistair. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ja, nun vergessen wir es einfach. Es sollte nur nicht wieder vorkommen. Es ist nicht alles in Ordnung, aber es ist kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich würde ihn gerne angemessen bestatten. Vielleicht, wenn alles vorbei ist und wir noch am Leben sind. Familie hatte er keine, glaube ich. Er hatte euch.
Das würde ihm noch mehr jetzt gerade wehtun. Ich bezweifle, dass ihr dazu Gelegenheit haben werdet. Eine ausgezeichnete Idee, Alistair. Ich glaube, er stammte aus Hyever. Vielleicht werde ich dort eines Tages irgendetwas zu seinem Gedenken aufstellen oder so. Mal sehen. Ist schon mal jemand gestorben, der euch nahe stand? Autsch. Ich will nicht zu neugierig erscheinen, es ist nur... Ich habe genug verloren, um mitempfinden zu können, was ihr gerade durchmacht. Meine gesamte Familie wurde erst kürzlich ermordet. Um ehrlich zu sein, ich möchte nicht darüber sprechen. Nein, das ist in Ordnung. Können wir ruhig sagen. Aber er wird sich wahrscheinlich auf den Schlips getreten. Nein, nicht auf den Schlips, aber er... Na, kann er ja ruhig. Ist schon mal jemand gestorben, der euch nahe stand? Er will's ja wissen. Tja, dann. Meine gesamte Familie wurde erst kürzlich ermordet. Oh, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Ich rede hier die ganze Zeit von Danken, während ihr... Es tut mir wirklich leid. Danke. Das meine ich ernst. Es hat gut getan, mal ein wenig darüber zu reden. Vielleicht werde ich euch dann nach Hyever begleiten. Das müssen wir erstmal sehen. Wir müssen erstmal unseren Bruder finden. Er war auch mein Freund. Brechen wir auf. Jederzeit, Alistair. Gut. Wir haben jetzt hier plus 4. Ich werde jetzt nicht zwangsläufig darauf gehen, hier gute Punkte bei allen zu machen. Warte mal, was müssen wir jetzt machen? Da ist verschlossen. Weltkarte. Schnuffi, Schnuffi. Wir müssen jetzt eigentlich reisen, ne? Da ist Flemmes Hütte. Und wir sollen nach Lothering. Das heißt, dann reisen wir mal. Das ist das Erste, wo wir überhaupt hin können. Die anderen Punkte können wir eh noch nicht ansteuern. Uns bleibt nur Lothering. Also, los geht's. Und ich erwarte, dass jeder diese Männer bereitstellt. Wir müssen wieder aufbauen, was wir in Ostagar verloren haben, und zwar rasch. So mancher würde unsere derzeitige Schwäche ausnutzen, wenn wir es zuließen. Wir müssen die dunkle Brut aufhalten, aber das muss überlegt und ohne Zögern erfolgen. Eure Lordschaft, darf ich sprechen? Ihr habt euch zur Königin Enoras Regenten erklärt und verlangt, dass wir zu unserem Besten gemeinsam unter eurem Banner kämpfen. Was war mit der verlorenen Armee bei Ostagar? Euer Rückzug war ein wahrhaft glücklicher Zufall. Mein Handeln diente stets der Sicherung von Ferelds Unabhängigkeit. Ich habe meine Pflicht nicht vernachlässigt. Und das dulde ich auch von niemandem. Das Benorn wird sich euch nicht beugen, nur weil ihr es verlangt. So hört. Ich werde keine Bedrohung dieses Landes dulden. Von euch nicht, von niemandem. Ben Teagan, bitte! Eure Majestät! Euer Vater riskiert einen Bürgerkrieg, wenn Eamon hier wäre. Ben Teagan, mein Vater tut das Beste. Hat er auch für euren Gatten das Beste getan, Eure Majestät? Aufwachen, die Herren! Wir haben hier weitere Reisende, die unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Ich würde sagen, die Hübsche dort ist ihre Anführerin. Sie sehen ein bisschen anders aus als die anderen. Vielleicht sollten wir sie passieren lassen. Unsinn! Seid gegrüßt, Reisende! Wegelagerer. Ich nehme an, Sie plündern die, die vor der dunklen Brut fliehen. Sie sind verrückt, sich uns in den Weg zu stellen. Ich erteile Ihnen eine Lektion. Ich bitte euch, ist das eine angemessene Art der Begrüßung? Es kostet euch nur lumpige 10 Silberlinge, dann könnt ihr weiterziehen, wie es euch beliebt.
Okay, es ist immer so viel Zeit dazwischen, bis ich reagieren kann. Und ich hoffe, ich vergesse nie immer das, was ich dann so sagen möchte. Eben wurde irgendein Satz abgebrochen. Das ist ärgerlich, also da kann ich jetzt aber nichts für. Ja, wie man sieht, hat Logan auch bei sich zu Hause nicht grundsätzlich 100% der Leute hinter sich stehen. Und wie wir gesehen haben, seine Tochter, die ja mit König Kaelin verheiratet gewesen ist, kommt vielleicht auch so langsam ins Grübeln, ob das alles so richtig ist, was ihr Vater getan hat. Und es ist tatsächlich beansprucht worden, dass er ja großes Glück hatte. Um nicht zu sagen, na gut, Logan hat seine eigene Geschichte erzählt. Er wird ja wohl kaum erzählt haben, dass er Kaelin im Stich gelassen hat. Ne? Gut, wir haben jetzt hier ein anderes Problem. Die stellen sich uns jetzt hier in den Weg. Ihr solltet auf euren Freund hören. Wir sind keine Flüchtlinge. Dann seid ihr also Zolleintreiber? Ja, wohl kaum. So viel Geld habe ich nicht. In Ordnung, hier habt ihr 10 Silberlinge. Ich mag beides nicht, weil wir sind keine Flüchtlinge. Das soll heißen, ich gebe denen recht. Bei Flüchtlingen können sie es machen, bei uns nicht. Nein, auf keinen Fall. Mit niemandem sollten sie sowas machen. Dann seid ihr also Zolleintreiber? Kommen wir ja mal ganz... Ah, nee, nachher nimmt das Spiel das ernst. Das ist so das Problem. Das ist genauso wie mit allgemein geschriebenen Nachrichten, egal ob WhatsApp oder Twitter oder keine Ahnung was. Man kann keine Betonung da reinlegen. Schön wäre es, wenn da so ein Zeichen hinter wäre, so von wegen, wie ernst das gemeint ist. Ach komm, ihr solltet auf euren Freund hören, wir sind keine Flüchtlinge. Was habe ich dir gesagt? Keine Wagen. Und die hier scheint bewaffnet zu sein. Ach. Der Wegzoll gilt für jeden, Hanrik. Deshalb nennt man es Wegzoll und nicht, sagen wir mal, Flüchtlingsabgabe. Oh, ich verstehe. Selbst wenn ihr kein Flüchtling seid, müsst ihr dennoch bezahlen. Okay, also Gleichbehandlung für alle, immerhin. Vergesst es, ich bezahle nicht, dann seid ihr also Zolleintreiber. So viel Geld habe ich. Dann fragen wir jetzt doch mal. Dann seid ihr also Zolleintreiber? Ganz genau. Zur Instandhaltung des kaiserlichen Hochwegs. Er ist nicht in allerbestem Zustand, oder was meint ihr? Das Spiel könnten wir jetzt weitertreiben. Ihr repariert den Hochweg? Das kann ich mir nicht vorstellen. Euch entgeht wirklich nichts. Es ist nicht wirklich ein Wegzoll. Wir rauben euch einfach nur aus. Oh, versteht ihr? Mensch, halt den Mund. Selbst ein Genlock hätte das kapiert. Ich bin erbost. Zahlen ist keine Option, selbst wenn ich das Geld hätte. Vergesst es, ich bezahle nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich erfreut bin, das zu hören. Ach. Wir haben gewisse Regeln, müsst ihr wissen. Genau. Dann werden wir eben eure Leiche plündern. Mhm. So sind die Regeln. Gut. Zahlen tun wir auf keinen Fall. Ihr könnt es gerne versuchen, können wir machen. Oder wir können versuchen, ihn einzuschüchtern. Wollt ihr wirklich gegen einen grauen Wächter kämpfen? Das Problem ist, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, beide Optionen schon mal ausprobiert. Ich weiß nicht, welche Konsequenzen das hat. Man könnte jetzt abwägen. Und es tut mir leid, also diese Fragen werde ich öfter zwischendurch stellen, diese Zwiesprache, da ich ja jetzt nicht mit euch live interagieren kann, gibt es diese Zwiesprache und die werde ich hier wahrscheinlich durchziehen. Es ist so, wir können sie jetzt niedermetzeln, dann könnte man aber andererseits sagen, was hat sie dazu gemacht? Auch der Krieg. Aber letztendlich, wenn wir sie jetzt nicht töten, sondern sie einschüchtern und sagen, wollt ihr wirklich gegen graue Wächter kämpfen, dann könnten sie jetzt den Schwanz einkneifen und sagen, oh nein, um Gottes Willen. Dann würden sie aber die nächsten Flüchtlinge wieder erpressen oder niedermetzeln und dann ausrauben. Das kann ich persönlich nicht zulassen. Ich möchte dem gerne ein Ende machen. Und auch die hatten die Wahl. Die hatten die Wahl zu überlegen, will ich weiterhin Menschen töten, um zu überleben. Und ich sehe jetzt hier keine Familien drumherum und nein. Also es tut mir leid. Ihr könnt es gerne versuchen. Nun, das führt zu nichts. Meine Herren, beenden wir es. Ja. Gut, wir haben ihn hier. Vielleicht sollten wir ihn auf jeden Fall zuerst ausschalten. Allerdings haben die Armbrüste... Morrigan, du Süße, was kannst du denn so Schönes?
Spinnengestalt, ja, das ist mein Lieblings. Fluch der Verwundbarkeit. Das Ziel wird mit einem Fluch belegt, der Abzüge auf Kälte, Elektrizität, Feuer, Natur und Geistresistenz verursachen. Benommen machen. Auf den da hinten vielleicht mal. Der Rest kann sich erstmal weiter bewegen und wir gehen auf ihn hier und hauen ihn erstmal um. Alles klar. Rüstungstrennung können wir auch. Vielleicht sollten wir doch erstmal, weil wir selber nicht so viel können, auf ihn hier machen. Okay. Den haben wir. Die anderen sehen noch soweit gut aus. Dann machen wir ihn erstmal hier kaputt. So, Morrigan, wie sieht's aus? Oh, Alistair. Alistair. Nein, keine Wundumschläge mehr. Ja, komm schon. Schon gut. Wir ergeben uns. Wir versuchen doch nur über die Runden zu kommen, bevor die dunkle Brut uns alle holt. Oh, wir haben doch noch eine Option. Wusste ich gar nicht. Ihr habt euch das falsche Opfer ausgesucht. Nein, es gibt kein falsches und richtiges Opfer, ganz ehrlich. Er soll niemanden ausrauben und töten oder töten und ausrauben. Ihr versucht über die Runden zu kommen. Ihr seid ein Verbrecher. Euer kleines Geschäft hier ist wirklich armselig. Ich könnte das viel besser. Ich weiß, ich werde noch meckern darüber, dass hier viel zu wenig Geld zu holen ist, aber ich werde deswegen nicht diesen Pfad einschlagen. Ihr versucht, über die Runden zu kommen. Ihr seid ein Verbrecher. Ja, ich bin ein Verbrecher. Ich gestehe. Verzeiht mir. Verzeiht mir? Wie süß. Das habe ich doch nicht zu entscheiden. Jetzt sterbt ihr. Das ist es, was ihr verdient. Ich habe ein paar Fragen und will antworten. Was habe ich denn für Fragen an die? Ich übergebe euch den Behörden. Ihr werdet euch mir anschließen. Ich könnte ein paar Soldaten gebrauchen. Oh, gebt mir alles, was ihr gestohlen habt. Dann lauft und kommt nie wieder hierher zurück. Dann machen sie es woanders. Das will ich auch nicht. Oh, jetzt kommt meine Moral in den Zwiespalt. Würden die sich uns anschließen? Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, es gibt ja nun mal das, wenn die vielleicht vorher schon Soldaten gewesen sind. Oh, Entschuldigung. Ich habe heute irgendwie Frosch im Hals. Wenn die schon Soldaten gewesen sind. Ich meine, es gibt ja nun Kriegstrauma und keine Ahnung was. Die wissen dann oftmals nichts mit sich selber anzufangen. Und das ist das Einzige, was sie können. Soll jetzt auch keine Entschuldigung sein. Ich könnte ein paar Soldaten gebrauchen. Schließen Sie die sich dann uns wirklich an? Wir brauchen alles, was wir kriegen können, das stimmt schon. Nun ist das aber ein armseliger Haufen, ne? Also, aber so fängt es ja erstmal an. Das ist jetzt gemein. Das hatte ich echt nicht mehr so in Erinnerung. Aber wir könnten Ihnen ja mal ein paar Fragen stellen. Was könnte ich euch schon erzählen? Ja, eben. Wir sind noch nicht mal aus dieser Gegend. Oh, was genau habt ihr hier gemacht? Nun ja, wir haben Ausschau nach Flüchtlingen aus dem Süden gehalten. Es waren größtenteils Chasend aus der Wildnis und Bauern. Es gibt hier keine Soldaten mehr, also haben wir uns selbst bedient. Wir versuchen, niemanden zu schwer zu verletzen. Ach, wie rücksichtsvoll. Ja gut, wir fragen. Was könnt ihr mir über Lothering erzählen? Es platzt aus allen Nähten. Der Bann und seine Männer sind Taren Logan nach Norden gefolgt. Es ist also niemand mehr hier, der für Ordnung sorgt, abgesehen von ein paar Templern in der Kirche. Ich wollte doch nur meine Familie ernähren, versteht ihr? Das klang jetzt nicht sehr überzeugend, kann aber auch dem Synchronsprecher geschuldet sein. Habt ihr etwas von Überlebenden der Schlacht gehört? Von einigen vielleicht. Vor einiger Zeit kam eine Gruppe verletzter Aschekrieger hier vorbei. Ich bin ihnen einfach aus dem Weg gegangen. Und irgendwelche Neuigkeiten? Alle reden darüber, dass die Grauen Wächter den König in der Schlacht gegen die Dunkle Brut verraten haben. Deshalb ist er gemeinsam mit ihnen gefallen. Taren Logan konnte sich gerade noch rechtzeitig zurückziehen.
Seine erste Amtshandlung als Regent war, ein Kopfgeld auf graue Wächter auszusetzen. Mhm. Gut, das stärkt mich in meiner Meinung über Logan. Keine Fragen mehr. Dann lasst mich gehen! Oh, das ist jetzt echt schwierig. Also, jetzt auf einmal... Das ist echt schwierig, das... Oh, da liegt schon ein Gerippe. Ist auch entzückend. Schließen die sich uns an? Mache ich das falsch, wenn ich die frage? Oh, wir können echt Soldaten gebrauchen. Aber ich glaube nicht, dass sie da mit uns rumziehen. Also wir könnten sie nur töten. Dann kriegen wir eh die Kohle, die sie dabei haben. Aber es sind weitere Tote. Wir könnten sie den Behörden übergeben, aber es sind doch keine Behörden mehr da. Es sind nur noch Templer da. Und ansonsten kümmert sich jemand einen Scheißdreck. Der Ban oder der Ben ist ja da wohl irgendwie der oberste Herr da über die Lande. Ist sowieso zu Logan gegangen und kümmert sich nicht mehr. Ganz ehrlich, ich versuche die drei. Ihr werdet euch mir anschließen, ich könnte ein paar Soldaten gebrauchen. Ihr macht Witze, oder? Ich könnte nie ein Soldat sein. Oh, dann wird's jetzt schwieriger für dich. Ich denke mir mal, wenn wir das zu ihm sagen, dann wird er uns sowieso angreifen, weil ich glaube nicht, dass sie sich uns anschließen werden. Und den Behörden übergeben, das sehe ich nicht. Hier gibt es keine Behörden. Die Alternative ist, dass ihr euch von eurem Leben verabschiedet. Ihr habt die Wahl. Ich werde nicht kampflos abtreten. Gut, wir haben ihm die Wahl gelassen. Es geht nicht anders. Dann war es das für dich, mein Freund. Es ist gut, das sofort zu erleben. Jetzt muss ich was unternehmen, sonst bin ich nämlich gleich tot. Kann sie ihm die Lebenskraft entziehen? Ich muss mal eben kurz ein bisschen aus dem Weg gehen. Jetzt greift er natürlich Morrigan an. Aber Alistair wird gleich hinterher setzen. Alles klar. Okay, er ist der Einzige, der übrig bleibt. Und das war's. Hilfe! Ich bin verletzt. Ja, soll ich dir einen Stuhl holen? Das wird hier so der Running Gag, glaube ich. Ich rede gleich mit den beiden. Es kann sein, dass beide nicht damit einverstanden gewesen sind, aber in dem Fall war es mir egal. Weil es gibt hier keine Behörden. Wer soll das regeln? Es regelt hier keiner. Schwache Verletzungsausrüstung, sehr gut. Toter Templer. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Oh, ein getöteter... Okay, das müsst ihr eigentlich gleich lesen, aber ich rede mal eben mit Morrigan. Was wollt ihr von mir? So nett wie immer. Wenn es sein muss. Oh, wir können alles. Wir können sie alles fragen. Gut, gehört mit dazu, aber die Folge ist auch gleich zu Ende. Wie wurdet ihr zur Gestaltwandlerin? Ich wurde nicht so geboren. Es ist eine Fähigkeit von Flemeth, die sie sich über viele Jahre in der Wildnis angeeignet hat. Die Chasend erzählen sich von uns Hexen, dass wir die Form anderer Wesen annehmen, um sie versteckt zu beobachten. Wenn ein Kind allein ist, von seinem Stamm getrennt, dann schlagen wir zu. Verschleppen den schreienden und zappelnden Jungen, um ihn dann zu verspeisen. Ja. Eine höchst amüsante Legende. Ah, eure Mutter kann das also schon ziemlich lange. Klingt wie etwas, was euch Spaß machen könnte. Aber es ist nur eine Legende, oder? Eure Mutter kann das also schon ziemlich lange? Ihre Gestalt wandeln mit Sicherheit. Über das Verspeisen von Kindern weiß ich nichts. In meiner Anwesenheit kam das nie vor, aber im Vergleich zu ihr bin ich ja auch noch sehr jung. Warum fragt ihr? Wollt ihr etwas Spezielles wissen? Ja, da kommen wir auf etwas, was mir jetzt vorhin schon ein paar Mal durch den Kopf gegangen ist oder überhaupt schon ein paar Mal jetzt durch den Kopf gegangen ist. Die Frage ist, wenn man hier
ja, den Krieger auswählt, dann hat man von Anfang an eigentlich schon so ein bisschen so das Nachsehen. Weil als erstes werden uns sämtliche Truhen unter die Nase gerieben, die man als Schurke eventuell skillen könnte, also als Schurkencharakter skillen könnte. Und als Magier hat man hier anscheinend auch einige. Vielleicht hätte uns Flemeth irgendwelche Tipps gegeben und von Morrigan könnten wir eventuell auch etwas lernen. Da frage ich mich, was für Vorteile hat man, wenn man den Krieger nimmt? Könnt ihr euch in andere Menschen verwandeln? Die Gestalt eines Tieres unterscheidet sich von der meinen. Man muss die Kreatur studieren, wie sie sich bewegt, wie sie denkt. Mit der Zeit kann ich dann zu der Kreatur werden. Aber von einem Menschen lerne ich nichts. Er ist schon so wie ich. Die Antwort lautet also nein. Meine menschliche Gestalt ist die einzige, zu der ich fähig bin. Ja, dazu gehört aber auch schon was. Kann jemand zum Gestaltwandler werden? Jeder, dessen Wille stark genug ist. Aber die Verwandlung ist ein magischer Akt, also ein Zauber. Daher kann ihn nur ein Magier wirken. Wenn ihr vorhattet, diese Fähigkeit selbst zu erlernen, muss ich euch darum leider enttäuschen. Okay, das wäre jetzt doch mal interessant, einen Magier zu spielen. Verbringt ihr viel Zeit als Tier? In manchen Nächten hat mich die Wildnis zu sich gerufen. Das ist wohl wahr. Man betrachtet die Welt um sich herum und denkt, alles sei vertraut. Aber ich habe sie als Wolf gerochen und als Katze gehört, bin durch Schatten geschlichen, von deren Existenz ihr nicht einmal zu träumen wagt. Aber ich lebe als Mensch und unterliege keinerlei gegenteiligen Illusionen. Aber es klingt wirklich faszinierend, wie unterschiedlich man dann die Welt wahrnimmt. Wie reagieren andere Tiere auf euch, wenn ihr verwandelt seid? Sie scheuen nicht zurück. Ich glaube, sie nehmen mich als eine der ihren wahr. Was sie denken, weiß ich allerdings nicht. Denn so wie ich in jeder Form Mensch bleibe, bleiben sie Tiere. Darum können sie nicht sprechen, selbst wenn ich sie fragen würde. Von so einer Magie habe ich noch nie gehört. Nicht? In entfernteren Ländern ist so etwas durchaus bekannt. Es gibt magische Traditionen außerhalb des Zirkels der Magie, egal was diese Magier euch glauben machen wollen. Manche dieser Traditionen sind sehr alt und wurden als Geheimwissen von Generation zu Generation weitergegeben. Die Eiferer der Kirche würden die Bewahrer solcher Magie ausrotten, wenn sie könnten. Aber zum Glück gibt es noch welche, darunter auch meine Mutter. Mit Bewahrern meint ihr Abtrünnige, oder? Nicht alle Abtrünnigen setzen die verbotene Blutmagie ein. Malefica schon. Aber darum, alle zu verurteilen, die sich nicht der Knechtung durch die Kirche unterwerfen, halte ich für einen gefährlichen Weg. Für viele bedeutet das Wort abtrünnig darum auch Freiheit. Nein, das ist nicht alles, was ich fragen wollte. Das stimmt nicht. Warum kann man nicht zurückgehen? Wirklich? Nein. Habt ihr denn noch eine Meinung zu meinen Fähigkeiten? Bin ich eine widernatürliche Abscheulichkeit, die man verbrennen sollte? Interessiert euch etwa meine Meinung, Morrigan? Ich finde eure Fähigkeit ziemlich nützlich. Ich finde es ein wenig eklig. Das würde euch wohl nur verärgern, denke ich. Das wäre das Mindeste. Könnte sie das mit Humor nehmen? Ich finde das eigentlich ganz witzig. Wirklich, habt ihr dann auch eine Meinung zu meinen Fähigkeiten? Bin ich eine widernatürliche Abscheulichkeit, die man verbrennen sollte? Das würde euch wohl nur verärgern, denke ich. Zweifellos, das würde es. Aber genug davon. Lasst uns gehen, bevor wir noch Staub ansetzen. Morrigan ist dagegen. Nein. Was wollt ihr von mir? Komm schon. Wenn es sein Da waren muss... noch mehr Möglichkeiten. Das kann sie nicht. Was gibt hier so viele Möglichkeiten? Seid ihr in der Kokari-Wildnis aufgewachsen? Warum stellt ihr mir solche Fragen? Ich will doch von euch keine sinnlosen Informationen, oder? Das ist doch nicht sinnlos. Es ist meine Lieblingsmethode, um euch zu ärgern. Ich bin nur neugierig. Was ist daran falsch? Schön, ich lasse euch in Ruhe. Das könntet ihr aber, wenn ihr wolltet. Oh, so ein Glück. Was wollt ihr wissen? Ob ich in der Wildnis aufgewachsen bin? Seltsame Frage. Wo hätte es denn sonst sein sollen?
Viele Jahre gab es nur Flemeth und mich. Die Wildnis und ihre Kreaturen waren für mich realer als Flemeths Geschichten von der Welt der Menschen. Irgendwann wurde ich neugierig. Ich verließ die Wildnis, um zu erkunden, was dahinter lag. Aber immer nur kurz. Kleine Vorstöße in die zivilisierte Wildnis. Seid ihr niemandem aufgefallen, aber ihr gingt immer wieder zurück in die Wildnis. Seid ihr niemandem aufgefallen? Nur ganz selten. Flemeth hatte mich gut vorbereitet. Doch trotz aller Vorbereitung war die Realität der Zivilisation dann doch zu viel für mich. So viel war mir nicht vertraut. Ich war selbstbewusst und mutig, aber auf vieles hatte mich Flemeth unmöglich vorbereiten können. Sie ist aber sehr ehrlich. Ihr habt euch sicher ganz schön blamiert, sehr mutig, das passt zu euch. Das kann ich mir vorstellen. Hat man euch wehgetan? Nein, sehr mutig, das passt zu euch. Mut und Dummheit halten sich da wohl die Waage. Nur einmal wurde ich beschuldigt, eine Hexe der Wildnis zu sein, von einem Chasen, der mit einer Handelskarawane unterwegs war. Er zeigte auf mich, schnaufte und schrie dann in einer seltsamen Sprache. Die meisten glaubten, er würde mich irgendwie verfluchen. Ich spielte das verschreckte Mädchen und er wurde eingesperrt. Mhm. Gut reagiert. Was ist mit dem armen Mann geschehen? Soll es mich jetzt überraschen, dass ihr eine gute Lügnerin seid? Nein, gut reagiert, weil er hätte sie ja ohne weiteres einsperren lassen. Männer sind stets dazu bereit, einer Frau zwei Dinge zu glauben. Dass sie schwach ist und dass sie einen Mann attraktiv findet. Ich gab die Verletzliche und schmachtete den Hauptmann der Wache an. Ein Kinderspiel. Jedenfalls konnte ich mich relativ problemlos unter den Menschen bewegen. Wie immer sie sich eine Hexe vorstellen mögen, ich sehe wohl anders aus. Natürlich gab es auch Ärger. Manches an der menschlichen Gesellschaft hat mich immer verwirrt, wie etwa die Berührungen. Warum muss man einander bei einer simplen Begrüßung anfassen? Kann auch schön sein. Das ist keine menschliche Gesellschaft, ihr seid in Ferelden. Entschuldigung. Anfassen wie beim Händeschütteln? Hat euch das böse Anfassen sehr verärgert? Irgendwie sind das alles komische Antworten darauf. Anfassen wie beim Händeschütteln? Ja, damit fängt es schon an. Warum muss jemand meine Hand berühren? Für mich ist das eine unangenehme Annäherung. Aber es gab Feinheiten, von denen mir Flemeth nie erzählt hatte. Wann man einander in die Augen sieht. Wie man sich bei Tisch benimmt. Wie man handelt, ohne beleidigend zu werden. Das wusste ich alles nicht. Ich verstehe immer noch nicht alles, aber diese Hoffnung habe ich auch schon vor langer Zeit aufgegeben. Nach meiner letzten Rückkehr in die Wildnis habe ich Flemeth geschworen, nie wieder wegzugehen. Oh. Aber sie war anscheinend sehr stark daran interessiert, das zu lernen. Dann ging der Witz wohl auf eure Kosten. Und danach seid ihr hier. Ja, weil ihre Mutter sie gezwungen hat, mehr oder weniger. Ihr könnt zurück, wenn ihr wollt. Nein, das kann sie eben nicht. Dann bin ich froh, dass es so gekommen ist. Nein, bin ich auch nicht. Ich verstehe alle vier nicht so... Doch, schon, aber dann ging der Witz wohl auf eure Kosten. Wie nett, dass ihr dem Schicksal einen Sinn für Humor zubilligt. Nein. Sollen wir mal eure Lage näher untersuchen? Besser nicht. Ein Witz auf meine Kosten ist mir derzeit lieber als einer auf eure. Lasst uns weitergehen, bevor sich die Erde auftut und uns verschlingt, ja? Wow, sie stimmt plus 6 dazu, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das klang jetzt eben verdammt bissig, als wenn sie sauer gewesen wäre. Es ist aber auch wirklich, wirklich schwierig und es reicht auch jetzt für heute. Wir sind bei 33 Minuten. Die Folgen scheinen immer alle irgendwie ein bisschen länger zu werden. Aber gut, so ist das nun mal bei solchen RPGs. Wow. Das nächste Mal werden wir Alistair gleich nochmal befragen, bevor wir nach Lothering reingehen. Und dann sage ich bis hierhin erstmal... Schnuffi, was ist los? Er hält uns den Rücken frei, das ist gut. Ich sag bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch, Lissi.